Okay, Leute, heute schauen wir uns die YouTube-Short-Seite mal genauer an und gucken, wie gut die ist, okay? Wir gehen rein. Wo war ich in der Schule? Von Rezo. Ich frag mich, hätten wir uns damals verstanden? Doch, ich glaube schon, weil wir beide Loser waren. Ja, stimmt. Dann hätte ich mich aber auch gut mit dir verstanden, glaube ich, oder? Weil ich war auch ein Loser. Verdammt. Die Sache ist, das wäre einfach so Pausenhof. Ich wäre dann so in der 5., 6. gemobbt worden. So ich wurde in der 5., 6. gemobbt. Yay. Auf den Boden geschubst. Und da hätten wir uns kennengelernt. Nee, dann gucke ich so ins Licht nach oben, dann kommt so eine Hand. Und dann bist du da mit so langen Haaren. Nee, ich glaube anders. Du wärst so auf den Boden geschubst worden. Mhm. Dann hättest du dich umgedreht und ich hätte da schon gelegen, weil ich auch auf den Boden geschubst wurde. genau so wär's. So geil, ne? Die beiden. Ach, ich liebe die so sehr. Hast du ADHS? Um das herauszufinden, musst du einfach hier. Das bin ich. Auf dem Bildschirm drauf tippen, um mit dem Test zu beginnen. Warum hatte ich einen Pick auf der Nase? Perfekt, let's go. Wenn du die ganze Zeit auf den grünen. Okay, wir gucken auf den grünen Punkt. Wir merken, dass die gelben Punkte am Rand langsam verschwinden. Ja. Wenn nur ein gelber Punkt verschwindet, ist deine Konzentration nicht gerade. Gerade ist sie absolut bodenlos. Scheiße. Wenn aber zwei gelbe Punkte verschwinden, ist deine Konzentration. Jetzt alle weg. Durchschnittlich. Jetzt alle da. Und du solltest jetzt auf jeden Fall ein Abo da lassen. Verschwinden okay. Alle drei gelben Punkte bei dir, ist deine Konzentration über. Ey, ganz ehrlich, Like und Abo. Leute, Like und Abo muss er machen. Es ist so gut. Ich weiß nicht, wie ich bei euch war, aber ich hatte kurzzeitig alle geschafft und ein paar einzelne nur. Eine News von einem Super-Allmann. Hans-Jörg schreibt, ich lese dies einfach mal vor. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, über die letzten Wochen hinweg sind mir einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Ich habe mir die Zeit genommen, dies zu protokollieren. Mhm. Samstag, 22.55 Uhr. Wumms. Eine Haustür fällt laut ins Schloss. Das muss nicht sein. Sorry, aber das finde ich fast schon wieder cool. Hey, warte, ich hab's nicht gecheckt. 12.42 Uhr. Bong, bong, Papier. Nimm zwei. Liegt auf der Treppenstufe zwischen dem zweiten und dritten Stock. Klammer auf, vierte Stufe. Sonntag, 17.48 Uhr. Ich check die nicht, hä? Der linken Altpapiertonne war noch geöffnet. Hab ihn geschlossen. Dienstag, 22.13 Uhr. Ich check gar nicht. Ein Kind schreit, sollte eigentlich schon im Bett sein. Ich check's eine nicht. News. Dieses komische, Mano? Ich frittiere den Käseturm des Todes Video und einfach 6,3 Millionen Likes. Und das ist halt nicht mal geil. Am Ende der Cheesepull ist völlig von Günther jaucht. Warte, da. Was ist das? Heidi Klumpt? Das das sah voll eklig aus, als ob das jemand gerne essen möchte. Geht doch auf jeden Fall geiler, oder? Keine Ahnung, wie viele es sind, aber vielleicht kannst du ja mal nachziehen. Ganz kurze Frage. Ist das nicht voll die Lebensmittelverschwendung so? Ich meine, ja, Deutschland ist immer so richtig picky. Ich bin es jetzt auch gerade irgendwie, aber... Saurons in Teamschmuck passt ziemlich genau. Ja, okay, das geht ja ganz schön beschissen, Alter. Oh. Nö, war gar nicht anstrengend. Nicht, dass ihr denkt, das hier wird weggeschmissen. Alle Käsereste aus meinen Videos kommen zu 100% der Birgit liebt Käsestiftung zugute. Boah, ich bin ganz... Gut so. Jetzt von der Rolle. Nächste Halt, Panierstraße. Da ist hier noch irgendwas Grünes drin. Kann man essen. Riesige Wachteleier. Die schlagen sich eigentlich immer ganz gut. Mehl Gibson. Gefriergetrocknete Sonntagsbrötchengranulat. Der überaus stattliche Käselörres. Schön durchs kolumbianische Mehl ziehen. Was ist Pursuing, Alter? Da Schale drum. Ja. Schön andrücken. Das Tolle ist, wenn ihr das mit dieser super praktischen Technik macht, könnt ihr eure Finger gleich mitfrittieren. Ob das Ding was wird? Bin gespannt wie ein Flitzer. Macht's lieber nicht, Leute. Boah, der Moment der Wahrheit. Fuck! Ist, glaube ich, heiß, oder? Warum schneidet der es nicht auf? Komische, ich frittiere den Käse. Hey, jetzt hat es jetzt funktioniert oder nicht? Schneid doch einfach in der Mitte auf, Mann! Hey, Django. Gerade im Unterricht, wir hatten eine richtig geile Idee für einen Sound. Und der geht so. Sie fragt mich nur, wo gehen wir hin? Und ich nur so. Let's go to the... To the beach, eat, let's go get away. They say, what they gonna say? Have a drink, drink, found a bud light. Bad bitches like me, it's hard to come by. But out, let's go get it now. Könntest du das bitte zu einem Sound machen? Danke. Danke. Okay, wir probieren mal aus. So, das ist der Song normal. Mhm. Let's go to the beach, eat, let's go get away. Und den müssen wir einmal komplett nach oben pitchen. So. Let's go to the beach, eat, let's go get away. Und dann kommt schon die Django Magic. Damit es mehr abgeht, fügen wir hier das hier ein. Dann passen wir noch alles ein bisschen an und sagen dann sowas wie: Und sie fragt mich so, wo gehen wir hin? Und das war's eigentlich schon. Let's go. Und sie fragt mich so, wo gehen wir hin? Und ich nur so: Let's go to the beach, eat, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, click, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. Geil, war aber cool, war ein cooles Short. Ich höre China, Japan, Korea, ich weiß nicht genau, was es ist. Was die da machen, es ist immer so eine Sache für sich, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ist das BTS? Nee, ne? Hä, hey, wie smart die sind!
Have you ever wondered how these people make perfect dotted lines like this? A lot of people think it's just tapping the chalk really fast, but when I tried it, that just results in this. Mm-hmm. Not great. Mm-hmm. The real mechanics of it are okay, surprisingly simple. It actually makes use of the friction of the chalkboard, causing the chalk to skip along. So I gave it a quick go and... Okay, that's quite close. With a bit more practice, I figured out that there are two key things. You need to hold the chalk right at the end, and you need to angle the chalk towards the direction that it's moving in, like this. Then, by varying the speed and pressure, you can control how compact the dots are. So I practiced combining all of these elements a bunch, and... I actually nailed it. Geil! Einfach ein Skill gelernt. Also er, nicht wir, weil wir sind Kacke. Aber wir wissen, dass man ein Skill lernen kann, so wie er es gemacht hat. Aber wir machen sich, weil wir alle faul sind. Richtig? Richtig. Jeder sucht diesen Mann. Manche fliegen sogar extra nach London, nur um seine Schoko-Erdbeeren zu essen. Aber ihr wollt nicht wissen, wie viel die gekostet haben. Ich bin da nicht hingelaufen, ich habe mich hinteleportiert. Seht ihr das? Das sind Schoko-Erdbeeren geil, für 8,76 Euro. Und ich zeige euch, wie es geht. Ihr sucht euch eine Packung Schoko-Erdbeeren aus und dann kommt da frische, geschmolzene Vollmilchschokolade rein. Und ihr versteht, oh mein Gott, ich will das essen. Das Problem ist, ihr müsst die schnell essen, weil sonst wird die Schokolade hart und dann kriegt ihr die Erdbeeren dann nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber ich bin ein Schokoladen-Enjoyer. Ich liebe Schokolade so unglaublich sehr. Wenn Süßigkeiten bei mir einer Spitze, ganz oben der Pyramide, ganz oben ist bei mir Schokolade. Ich habe diesen 10-Euro-Schein hier exakt in der Mitte durchgeschnitten. Aber warum? Geld kaputt machen ist illegal! Klappe Leon ist es nicht. Wenn du zur Bank mit einem kaputten Geldschein kommst, kann dir die Bank diesen Geld... Wenn man mehr als 50% vom Geldschein da ist, kann man es, glaube ich, machen, oder? Geldschein ersetzen, aber nur, wenn der größte Teil des Geldscheins noch vorhanden ist. Ich dachte, das war irgendwie so mit 51%. Ich dachte, das ist irgendwie so mit 51%. Ja, schwierig. Und das ist passiert. Moin, ich habe gehört, Sie ersetzen Geldscheine, wenn über die Hälfte des Scheines noch intakt ist. Ja, wenn Sie denn Kunde bei uns sind. Na, dann zeigen Sie mal her. Moment, ich glaube, ich habe hier noch einen ganzen Zehner zum Vergleichen. Das ist, also, wie ist das denn passiert? Können Sie das? Ja. Hab den zerschnitten. Ja, also wenn Sie die zweite Hälfte dabei hätten, dann könnte ich Ihnen 9 geben, aber so, das ist ja viel zu knapp hier. Ich meine, wenn ich den hier ersetzen würde, dann könnten ja Leute endlos viele Geldscheine verdoppeln lassen. Okay, ich habe hier die zweite Hälfte. Aber warum? Das ist eigentlich so, warum? Ich meine, aber cool, ist ein gutes Short daraus geworden, sehr cool. Wenn Witze Realität werden. Sag mal Ananas. Okay. Ananas. Ananas? Deine Hose ist das. Oh. Hey, das kriegst du zurück. Das ist dann, sag mal, Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Klettergerüst? Dich hat ein nackter Mann geküsst. Oh. Wie schön. Na warte, sag mal Tomate. Tomate? Deine Oma kann Karate. Dein B- kann Karate. Oh. Aber hast du nicht gerechnet, was? Oh, also doch, deine Mutter war die Prüfung und jetzt hat mein P*** den schwarzen Gürtel. Wer? Ich, deine Mann. Nein. Wer hat gefragt? Hä? Du hast gefragt. Hallo? Hallo? Ich check gar nichts. Hilfe. Hey, Entschuldigung. Hier, du hast eine Drachenfrucht. Dankeschön. Also, was soll ich der nächsten Person holen? Curry King. Okay, let's go. Entschuldigung, hier ein Curry King für dich. Dankeschön. Was soll ich der nächsten Person holen? Seife. Seife? Ja. Okay, holen wir der nächsten Person Seife. Aber ich find's ein bisschen weird, mit so einem riesen Mikrofon auf so Leute zuzugehen und sowas dann zu geben und zu fragen. Jungs, hier Seife für euch. Dankeschön. Aber nicht fallen lassen, bitte. Das... Ja, egal. Kriegen wir hin. Was soll ich der nächsten Person holen? Airpods, würde ich sagen, wenn sie folgen. Wenn sie folgen? Wenn nicht, dann Kindertoy. Okay, schauen wir mal. Ist, glaube ich, ein bisschen gescriptet, aber voll fein. Finde ich voll cool. Entschuldigung, folgt ihr mir zufällig? Nee, leider nicht. Okay, dann habe ich trotzdem was Kleines für euch. Wenn ihr mir nicht folgt, gibt es ein Kinderjoy. Und wenn ihr mir gefolgt hättet, hättet es dann Airpods gegeben. Hey, Entschuldigung. Hier. Ah, so kann man sich auch Follower ranholen. Ich glaube, das müsste ich auch mal machen. Und dann verschenke ich nicht nur Airpods, sondern ich gehe hin und sage so... Habt ihr mich abonniert? Ja, habt ihr hier 1000 Euro? Dann gebe ich so eine Box, dann mache ich so eine Box auf so einen riesen, so einen Koffer so, und dann so, hier, 1000 Euro, so und dann werde ich überfallen und dann ist das Geld weg. Cola versus Mentos. Oh mein Gott, jeder kennt's. Okay, eine Flasche und ein Mentos. Noch nicht so krass. Ein Mentos in so eine Flasche. Oh mein Gott. Noch eine größere Flasche. Bro, was hat der denn für Flaschen, Junge? Die Flaschen sind ja insane groß. Oha. Ey, wenn ihr wollt, dass der mal richtig viele reinmacht, lasst mal ein Like da. Mach rein. Okay, die blubbert schon lange, sag ich ehrlich. Digga, ist der Kacke. Perfekt. Ankali heißt der. Hey, oha, krass. Junge, okay. Die nächste wird safe richtig krass. Okay, hau rein. Die nächste explodiert jetzt hau rein, einfach. Hau rein. Ja, mach doch, Junge, es wird hochgehen.
Mach doch jetzt, Bruder! Ist der Warum doof. Macht ihr den mit mir? Schreibt in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal selber ausprobiert, Freunde? Er will's trinken. Er ist gestorben. Phoebe berichtet von ihrer OP. Egal, ich hab so gezittert, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Meine Mama war nicht da, ich war alleine. Nach ihrem Mopedunfall musste Phoebe operiert werden. Ich hab das mitbekommen, dass sie operiert werden musste, aber ich wusste nicht, warum. Jetzt der wissen Arzt wir. War dabei nicht ganz mit Phoebes Berufswahl zufrieden. Ich so, hi, ich so, Frau Pfeiffer, ich so, ja, und was machen Sie? Haben Sie noch Schule? Ich so, nee, was machen Sie? Was macht die San Mario da? Was ist das? Ja, also ich bin so halt im Internet so ein bisschen selbstständig. Keine Ausbildung? Ich so, nee, das ist doch gar nicht sicher, ne? Immer diese Jugendleute. Ich hab fast geweint, Bro. Ich hatte Schmerzen, alles. Ich hab Angst vor der OP. Das Einzige, was er macht, frontet er mich, weil ich keine Ausbildung habe. Die Scheiße hier als Beruf. Digga, ich hätte ihn so zugrunde geredet, ne? Habe, dachte, wir werden jetzt Freunde. Und das Einzige, was er sagt, ja, und meine Ausbildung mache ich. Und so. Findet ihr, dass Phoebes Arzt hier eine Grenze überschritten hat? Schreibt es. Ja, hat er. Niemand möchte sich so in das Leben der anderen ein, nicht mal ein Arzt soll das machen. Okay, wenn du Arzt werden willst, werd Arzt. Wenn du YouTuber werden willst, werd YouTuber. Wenn es klappt, kann ja dann auch sein, dass es nicht klappt, ne? Just saying, okay? Nicht jeder kann das werden, was er natürlich möchte. Ich wollte damals Astronaut werden, was bin ich geworden? YouTuber, okay. Okay, YouTuber wollte ich auch werden, aber wo ich jünger war, so 7, 8, da gab es ja noch nicht wirklich Internet und so alles. Da wollte ich dann Astronauten werden, weil wow, Weltraum, Sterne, Planeten. Hey, ich glaube, da kommt mein Vater. Sascha, das Niemals Mittagessen rauchen. Ist fertig. Ich komme gleich zum Mittagessen. Das war echt ganz schön knapp. Warum rauchst du überhaupt? Richtig unnötig. Ja, Bro, meine Roblox-Freundin hat Schluss gemacht. Hey, Bro, da ist mein Vater. Ja, ist doch nicht schlimm. Was ist denn hier los? Na, Günther, alles fit im Schritt. Wissen denn deine Eltern, dass du rauchst? Na klar wissen die das. Wollen sie auch mal probieren? Das ist Arschwasser-Maracuja. Schmeckt echt gut. Nee, danke. Ich wollte nur freundlich sein. Also dann, Günther. Keine Ahnung, ob akkurat ist. Wenn es so ist, wie es da gerade beschrieben wird, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, okay? Stelle keine Pommes bei McDonald's, wenn du diesen Hack nicht kennst. Ich hätte gerne eine Portion frische Pommes. Frisch? Haha, mein Freund, es ist 1 Uhr morgens. Du bekommst nur das, was gerade da ist. Dann hätte ich gerne eine Portion Pommes ohne Salz. Ha, du weißt, dass wir unsere Pommes immer vorsalzen. Und jetzt muss ich die Fritteuse neu anschmeißen. Nur für dich. Hier sind deine frischen Pommes. Danke. Was ist es da hinten? Hast du da gerade reingespuckt? Nein, habe ich nicht. Doch, ich habe es genau gesehen. Und jetzt? Was willst du machen? Was ist jetzt los? Das war eine Testkäufersimulation. Wir wollten wissen, wie du auf nervige Kunden reagierst. Oh, dann packe ich wohl meine Sachen und gehe. Nein, genau so jemanden brauchen wir. Was machst du, wenn jemand Eis bestellt? Eismaschine kaputt. Einer bestellt 20 Nuggets. Ich gebe nur 17 Stück. Cheeseburger ohne Gurken bestellt. Extra Gurken drauflegen. Super, du wirst befördert. Hä? Was? Das hier ist eine Simulation in einer Simulation. Digga, was ist das für eine Scheißserie? Was gucken wir da? Ich bin zu verwirrt. Du bist Türke, aber zu wenige Leute wissen, dass du Türke bist. Hol dir den neuen Ganzkörper-Türki-Anzug. Ja, und ich würde sagen, damit war es das für die heutigen Shorts. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da, falls ihr noch mehr Shorts wollt. Shorts so schnell sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao!